Maybe it's love. Mein Name ist Franz-Julian Petzold, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Nordthüringen. Zum Angeln gekommen bin ich durch einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich damals im jugendlichen Alter an einem kleinen Waldsee mit einer Haselnussrute, einem Stückchen Schnur, einem Korken, ja, und einem kleinen Häkchen mit Dosenmais, ein paar Plötzen und Rotfedern gestippt habe. Kurz drauf hatte ich mir dann meine erste Angel gekauft, natürlich im Supermarkt. Eine Stipprute, mit der wir dann Giebel und Karauschen gefangen haben. Und darüber bin ich zum Fiedern gekommen, was mich letztendlich zum eigentlichen Karpfenangeln gebracht hat. Den Großteil meiner Zeit widme ich natürlich dem Karpfenangeln. Nebenbei bin ich gelegentlich mal mit der Spinnrute auf Forelle unterwegs. Aber ja. Das Karpfenangeln ist mittlerweile zu einer absoluten Leidenschaft für mich geworden. Seit 5 Jahren bin ich jetzt Teamangler bei Avid Carp und ja, das Karpfenangeln ist ein Teil meines Lebens geworden. Aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen, Engagement in Vereinen und Ähnlichem ist meine Zeit zum Angeln in den letzten Jahren immer weniger geworden, sodass sich meine Angelei wirklich extrem verändert hat. Weg vom klassischen Ansitzangeln über das ganze Wochenende, vielleicht sogar mal mehrere Nächte, eine Woche, hin zum mobilen Angeln, zum Stalken oder ganz kurze Overnighter zwischen der Arbeit. Das ist eigentlich so das, was meine Angelei prägt. Ein Großteil meiner Zeit am Wasser verbringe ich damit, aktiv nach Fischen zu suchen, mit der Polbrille freie Stellen im Kraut zu entdecken oder ziehende Fische zu lokalisieren, um die dann zielgerichtet mit einem kleinen Pop-up anwerfen zu können und ja, somit schnell zum Erfolg zu kommen. Meine gesamte Angelei ist darauf ausgerichtet, möglichst schnell einen Biss zu bekommen. Dabei ist mir die Größe der Fische, die ich fange, auch erstmal egal. Ich möchte Fische fangen und das, wie gesagt, mit möglichst hoher Frequenz und möglichst schnell innerhalb kürzester Zeit. So schnell kann es gehen, wenn man aktiv angelt. Eben noch ein paar Fische springen sehen, schnell eine Pop-up hingeworfen und eine halbe Stunde später ist der Kollege hier abgelaufen. Richtig guter Start in die Nacht. Schauen wir mal, was bis morgen früh noch so geht. Einwandfrei. Schönes Teil, Mann.
Wir haben es jetzt kurz nach 4 Uhr morgens und kurz bevor der Wecker geklingelt hat, ist der Kollege hier abgelaufen. Für mich heißt es jetzt zusammenpacken, ab nach Hause und dann geht es direkt auf Arbeit. Schnelle Nacht am Wasser, letztendlich doch noch erfolgreich, besser geht's nicht. Einwandfrei. Maybe it's love.